Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben einen SCB-Verse Report für euch, aber diesmal einen Monatsreport. Und zwar ganz ausführlich, während der September ausfiel von CIG-Seiten aus schon, ist es ja jetzt der Oktober, über den wir reden. Ja, deswegen skippen wir mal den September, denn im September gab es so viele schöne Veranstaltungen. Mhm. Aber im Oktober ist eigentlich eine Menge passiert, aber irgendwie eigentlich auch nichts. Ja, das ist tatsächlich so. Übrigens, der komplette Monatsreport als allererstes an dieser Stelle wurde vom SCB-Team schon übersetzt. Das heißt, was wir euch hier liefern, ist immer eine Zusammenfassung für einen Monatsreport. Wenn ihr ihn ausführlich haben wollt, dann geht doch bitte auf die SCB-Seite. Da findet ihr den dann wirklich übersetzt und im Detail. Ja, und ansonsten wollen wir natürlich immer den Monatsreport nutzen, ganz, ganz herzlich Danke zu sagen an unsere Patreon-Unterstützer. Ne? Ja, vielen Dank, dass ihr uns so fleißig unterstützt und ja, uns so treu bleibt oder treu seid und auch immer mehr Leute dazukommen. Ne? Das ist irgendwie toll. Es ist wirklich klasse. Also, ihr habt es uns ermöglicht, wirklich solche Events wie die Gamescom so wahrzunehmen, dass wir wirklich mit einem ganzen Team anreisen können und die Kosten dafür tragen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und wir freuen uns auch über zukünftige Unterstützung bei Patreon, denn wir machen da ganz, ganz viel. Ihr kriegt da auch noch viele Infos dazu und wir arbeiten sogar nochmal an der Optimierung der gesamten Kampagne. Also, eine Schmacke auch. Dabei, genau, so ist es. Und jetzt starten wir auch mit dem Monatsreport und zwar direkt natürlich mit dem Hot Topic. Und wovon war der Oktober definiert? Der war definiert natürlich durch die CitizenCon. Ja. Und da haben wir eine Menge sehen können, manches auch leider nicht. Ja. Aber eigentlich lag die ganze Zeit auch der Fokus im Oktober auf Patch 2.6, der auch noch nicht da war. Ja. Ich habe immer so eine Kritik da drin, merke ich gerade. Entschuldigt, Leute. Das ist halt so. Also, wenn man sich auf was freut, ne? Ja, genau. Das kommt automatisch, ja. Ja, also wie gesagt, von Squadron 42 zum Beispiel haben wir leider noch nicht so viel gesehen, wobei es dazu auch eine ATV-Spezialfolge gab. Also wer sie noch nicht gesehen hat, könnt ihr da mal reinschmulen, da gab es so ein paar Infos dazu. Dann ansonsten, wie gesagt, lag alles auf dem Fokus 2.6, 3.0 und es gab zumindest ein paar Updates in puncto Inhalten von Star Marine, Arena Commander, der wird fleißig überarbeitet, das komplette Frontend. Ne, ja, wir werden ein nagelneues Menü bekommen mit 2.6, das heißt die Anfangsmenüführung und auch die Menüführung in der Simulation in Star Marine und Arena Commander wird komplett überarbeitet werden. Natürlich zahlreiche neue Animationen, Features, Waffen, Maps, Gameplay wird sich viel verändern, viel wird aktualisiert, auch was den Arena Commander angeht, und nicht nur das neue Star Marine kommt dazu, auch wird es dabei zu Hardware-Optimierungen kommen. Erstmalig in der Geschichte von Star Citizen können wir uns darauf freuen, dass vielleicht unsere CPUs in Zukunft weniger Last tragen müssen und dafür das Ganze ein bisschen mehr auf den GPU ausgelagert wird. Drückt die Daumen, denn das hindert gerade viele Systeme daran, ordentlich zu performen. Ja, leider, leider. Inklusive inzwischen Weasons und Dines. Ja, es ist einfach so. Ja, wir kommen alle die Grenzen. Ne? Mit der alten Schabracke im Wohnzimmer kannst du nicht viel. So ist es, richtig. Genau. Ja. Genau. Ich komme dann mal Wochen wieder. Genau. Hoffen wir, dass es bis dahin besser wird. Viele Leute klagen darüber und wir hoffen, dass diese Optimierung dann auch stattfindet. Und ja, von da aus gehen wir dann direkt in die nächste Kategorie und das ist natürlich das Engineering. Ja, und schon wie im Hot Topic genannt, Fokus lag auf Star Marine und dem Arena Commander. Star Marine wird gerade fleißig geplaytestet. Fleißig geplaytestet, ja. Mhm. Also da ist Quality Assurance am Start und testet und bügelt alle möglichen Bugs aus, die da gibt. Ordentlich, Jungs. Wie gesagt, sie arbeiten auch noch an den Animationen. Dann arbeiten sie ganz fleißig an den zwei Maps, an der Damien-Karte, ne? Und an Echo 11. Ja, zwei verschieden große Maps, die beide im Grunde genommen Raumstationen oder Stationen darstellen werden. Und da geht es vor allem jetzt aktuell um das generelles Setting, das heißt, um zu gucken, was für ein Gefühl sollen die jeweiligen Karten bei den Spielern auslösen. Grundsätzlich kann man sagen, Echo 11 halt als Asteroidenbasis wahrscheinlich sehr dunkel, sehr mit viel Schatten und Licht im Wechsel. Damien, keine Ahnung, wie das aussehen wird, da sind wir sehr gespannt drauf. Und es geht vor allem um die Erschaffung dann von Umgebungseffekten. Das heißt, dass sie halt passend zu diesem Charakter der Map dann eben ausgestattet werden. Das wurde im Oktober gemacht und da sind sie schon ziemlich weit. Denn von da aus geht es dann weiter in den Arena Commander. Ja, und da war Aufräumen angesagt. Ja, genau.
Eine Komplettüberholung. Ja. Ist einmal die BSR durchgefegt. Mhm. Achso, BSR ist ja nur das in Berlin. Kennt genau. wieder keiner. Das ist die Berliner Stadtreinigung, genau. darum, falls ihr das nicht wisst. Ja. Und da gab es eine Komplettüberholung. Und vor allem Dingen, ja, was das Kamerasystem angeht oder die Kameraführung. Ne? Also ja, das wird eine toll. Große Innovation soll es da geben. Also aus verschiedenen Kamerasperspektiven werden wir dann das Ganze verfolgen können von Beifahrerseite, genau. Zuschauerkameraperspektive, Verfolgung, also alle möglichen Kameraperspektiven, da sind sie gerade dabei, das Ganze ja. zu überarbeiten. Und gerade gespannt sein. Das wird halt natürlich ganz dramatisch dann. Ja, das wird großartig, weil da freue ich mich schon riesig drauf. Momentan agieren wir ja mit verschiedenen kleinen Kameraperspektiven, die sehr, sehr eingeschränkt nur nutzbar sind, aber jetzt, wenn sie dann wirklich, wie sie angekündigt haben, die Schärfen, die wir mit reinbringen tatsächlich, oder Tiefenschärfe, wie auch immer man das nennen will, das Sichtfeld, dann, dass Erschütterungen mit in der Kamera mit verortet werden, zum Beispiel bei Treffern, oder dass ja insgesamt der Fokus des Interesses halt wirklich gelenkt werden kann, wie du die Kamera abstellen kannst. Damit ist, um im Filmischen zu sprechen, eine ganz andere Kadrage möglich. Mit einer ganz anderen Kadrage kannst du ganz andere Bilder erzählen. Und das wiederum führt dann wirklich zu cinematischen Effekten, die wir da haben. Wir freuen uns da ganz besonders drauf. Bin gespannt, was die Community alles noch präsentiert und produziert, wenn es dazu kommt. Mhm. Aber es ist auch noch nicht alles. Wir haben mit 2.6 nämlich auch ein neues Lobby-Interface. Mhm. Ja, und da sind so Sachen wie, wenn ich meine Ausrüstung wechsle, habe ich halt keinen Bock, ständig zurück zum Hangar zu rennen. Ja. Das soll dann auch anders werden. Also schon mal check. Genau. Zweitens, eine Megamap. Ja. Daran arbeiten sie. Wobei wir uns da gefragt haben, was genau ist jetzt damit gemeint? Also wir haben es jetzt so uns erklärt, es wird eine Map wahrscheinlich geben, die vermeiden soll, dass man ständig zwischen den Karten hin und her wechseln soll. Also dass wir halt eine haben, ja. Ich kann es nur spekulieren und ich kann euch wirklich da draußen nur aufrufen, spekuliert mit uns, schreibt uns in die Kommentare, was meinen die mit Megamap? Ist es dann wirklich so, dass man eine Raumstation hat und den Raum drumherum und man wechselt nahtlos hin und her zwischen jetzt spiele ich Jäger, jetzt spiele ich FPS? Neu laden muss. Und so, ne? Darum geht's auf jeden Fall. Sie experimentieren auch damit. Das heißt, deshalb geben sie wahrscheinlich auch keine konkreten Hinweise, worauf es handelt. Spekuliert mit uns. Das soll auf jeden Fall Teil dann der Sache sein, wenn die Experimente gut verlaufen, selbstverständlich. Aber was wirklich drin sein soll, ist, dass die Leaderboards, die man jetzt aktuell von der RSI-Seite kennt und nur web abrufbar sind, dass die in-game kommen. Dafür bauen sie nämlich auch nochmal das Interface um, damit man das dann auch wirklich in-game direkt sehen kann, wie ist denn der aktuelle Leaderboards-Stand. Mhm. Ja, und das war es eigentlich zu Star Marine und dem Arena Commander. Dankeschön. Wir gehen jetzt zum Persistent Universe. Ja, und da gab es auch viel Neues, auch viel Altes. Aber vor allem sind sie jetzt gerade dabei, immer noch bei der Implementierung des Itemsystems 2.0. Sie kommen auf jeden Fall voran, denn sie haben die dazugehörigen Komponenten in den Fahrzeugen soweit schon fertiggestellt und gemacht. Dann das... Verzeihung. Ich habe auch schon bei dir. Ja, ja, das ist immer auf den schwarzen Pullover, sieht man bei den langen Haaren, das ist dann die hängen dann da überall rum. Also. Aber irgendwann kann man nicht mehr anders und muss dann halt. Genau. Ja, sorry, das für die Unterbrechung, ja. Jetzt habe ich dich rausgebracht. Also ich erzähle es jetzt kurz zu Ende. Es geht wirklich darum, dass sie nicht nur es geschafft haben, die Komponenten jetzt in die Fahrzeuge zu bringen, was wirklich schon eine große Leistung ist, denn es wird alles nochmal, jedes einzelne Fahrzeug wurde nochmal überarbeitet deshalb. Nein, sondern einer der Kernfeatures von Star Citizen werden die sogenannten Objekt-Container sein. Das ist jetzt eine direkte Übersetzung aus dem Object-Container. Container bedeutet in Englisch nicht nur Großschiff oder Bahn steht da drauf, sondern ist wirklich ein Behälter eigentlich. Und das bezeichnet im Grunde genommen schon das Ganze, dass du einen Behälter hast, einen Objektbehälter, der so groß ist oder der eine Idris darstellt. Und in dieser Idris sind noch x andere kleine Objektcontainer drin, die alle wiederum eigene Werte haben, die alle wiederum Auswirkungen aufeinander haben, aber die es möglich machen, dass das Datenstreaming nur sehr konzentriert passieren kann, das heißt, oder muss. Das heißt, es ist nicht so, dass du die ganze Idris jedem mitteilen musst und jeder Client muss alle Daten dazu haben, sondern nur das, was für dich relevant ist, wird dann auch gestreamt. Und dadurch wird es überhaupt erst möglich, so eine großen Schiffe in so ein Spiel einzubringen. Ja. Sehr schön erklärt. Ich habe es versucht. Ich habe es dann ganz einfach gesagt, ja, wie so eine Matroschka. Genau. Die so aufgedingst wird und dann wird das Ganze live übertragen. Wenn sich eine Sache ändert, dann wird es auf die anderen übertragen. Auch eine schöne Idee. Ja, ne? Fand ich auch. Ich habe ein bisschen komplizierter um die Ecke gedacht. Du erklärst es immer so mit Fachwörtern und schön. Ich während ich so die einfachen...
Ja. Apropos, einfach, es ist nämlich die Hintergrundanimation, ja, da geht es auch nochmal. Spannend, genau. Mhm. Da haben sie weiter dran gearbeitet, haben die Implementierung also einer ganzen Reihe sozusagen von Hintergrundanimationen vorangetrieben. Mhm. So kann man es formulieren, ja. Also, dass zum Beispiel Charaktere mit den Datapads interagieren, dann mit das Reparaturwaffentool, ja, ne? Dann ins Bett gehen, aufstehen und solche Sachen. Also, dass das Ganze halt ein bisschen immersiver, lebendiger wird, und das scheint auf jeden Fall gut voranzugehen. Und damit es auch eben wirklich im Hintergrund abläuft, ne? Also, das sind dann Sachen, also, ich kann euch nur dazu empfehlen, wir hatten da jetzt eine Folge zu dieser Character Animation und wo es dann darum ging, wie sie das Motion Capture nehmen, um auch wirklich Hintergründe zu erschaffen. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel in den Schlafsaal der Idris geht und da eine Stunde rumsteht, dann irgendwann wacht einer auf, geht hin und schlurft verschlafen zur Toilette, geht dann wieder, und geht und schlurft dann verschlafen wieder zurück und legt sich hin. Es hat gar keinen Sinn, darum ist es Hintergrundhandlung. Aber es ist halt so, um diesen Lebenszyklus darzustellen. Und das müssen sie jetzt noch, diese Animationen, mit dem Subsumption-System verbinden. Das funktioniert im Endeffekt so, dass sie einzelne Knoten haben. Da ist dann ein Tisch, Knoten, so, und dann kann der NPC tut diesen Knoten laufen und weiß, okay, jetzt kann ich mich hinsetzen. Und dann setzt er sich hin. Und das muss jetzt noch miteinander verknüpft werden. Und damit kommen wir auch zum nächsten großen Thema im Engineering des Monatsreports. Und das ist an sich KI, künstliche Intelligenz. Und das dauert natürlich alles eine ganze Weile, weil das halt total schwierig ist. Ja. Und da haben sie eben gesagt, deswegen wird es zunächst auch erstmal nur für Squadron 42 interessant sein, später dann ins PU, ne? Ja, genau. Das heißt, wir haben da eine Mischung. Sorry, jetzt habe ich sie weggenommen. Ja, bitte, erzähl weiter. Du hast kurz so eine Pause gemacht. Ja, ich wollte so das kurz sacken lassen und dann sagen, dass sie eben angefangen haben mit den primären und sekundären Aktivitäten sozusagen, die sie hinzugefügt haben mit der Missionslogik. Also zum Beispiel, geh zum Ziel, setz dich ins Fahrzeug, steig wieder aus, zeig Emotionen. Also das wird jetzt alles nach und nach eingebaut in die KI, damit wir dann halt auch dieses Spielerlebnis mit den NPCs dann auch haben. Ne? Ja. Also, und das ist sehr wichtig, ansonsten funktioniert nämlich schon Squadron 42 nicht. Und das PU wird dann später auch damit ausgestattet, damit es auch noch lebendig wirkt. Außerdem gab es ein paar Fortschritte beim Kampfverhalten der NPCs. Die beziehen sich jetzt vornehmlich aber auf Star Marine und diese Umgebung, das heißt die FPS-Umgebung. Im Weltraum ist da immer noch eine Menge zu tun. Und außerdem ging es dadurch weiter, dass die KI jetzt immerhin schaffen kann, sich selber Deckung zu suchen und in bestimmten Zonen und vordefinierten Räumen eben zu wissen, okay, hier kann ich mich so bewegen, hier kann ich mich so bewegen. Und sie versteht sogar Zero-G inzwischen. Das heißt, sie kann sich da auch korrekt bewegen und kann auch da zum Beispiel es schaffen, Deckungen zu finden. Ja, und das geht dann bis zum weiteren Update zur Kollisionsvermeidung, was ich auch sehr nett fand. Ja, da haben sie jetzt Fehler behoben. aber es könnte immer noch Kollisionen mit NPCs geben, was die Emotionen angeht. Ja. Das kann man auch sagen. Und das ist ein total spannendes Element. Ja, finde ich auch total spannend, weil die NPCs tatsächlich dann auch Emotionen haben sollen und dementsprechend auch auf verschiedene Spieler verschieden reagieren. Also wir wieder auch beim Berufssystem wären, was wir ja auch schon mal vor Monaten hatten. Und wie gesagt, sobald diese Interaktion stattfinden kann und das wird das Ganze halt mega beeinflussen. Das ist das absolute Herz davon. Ja. Also da müsst ihr euch wirklich denken, bei all dem allen, was natürlich erzählt wird, die Emotionen der NPCs, das ist wirklich ein zentraler Bestandteil dann von Star Citizen, denn auf diese Art und Weise wird es eben möglich sein, anders als in anderen Spielen, wirklich Ärger oder auch Freude oder ähnliches hervorzurufen bei diesen NPCs, je nachdem, wie ihr entscheidet, mit diesen NPCs umzugehen. Mhm. Und so werden sie euch auch behandeln. Und also wie man so schön sagt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und das wollen sie umsetzen in dieser Art für die NPCs, finde ich wahnsinnig spannend. Dazu kommt noch, dass die NPCs inzwischen sogar Quantum Travel selbstständig einleiten können und den Afterburner benutzen können. Auch das lernen sie Stück für Stück, aber wir merken, auch da ist jetzt noch eine Menge Arbeit zu tun, gerade in Bezug auf Squadron 42. Wir gehen jetzt dann nämlich weiter in die nächste Kategorie und das ist dann Design and Art. Design and Art. Und da ging es auch um das persistente Universe. Und was soll man anders sagen? Also das dauert natürlich auch, die ganzen Designfortschritte voranzubringen. Mhm. Aber sie machen das deshalb, damit man dann am Ende diese Diversität des Universums hat. Also wir wollen verschiedene Klimazonen haben. Wir wollen verschiedene Geschichten, Hintergrundgeschichten haben, Architekturen. Wir wollen, dass die Planeten anders aussehen, dass die Oberflächen natürlich dementsprechend anders aussehen. Und das braucht Zeit, aber sie
worüber wir auch schon öfter jetzt berichtet haben, auch im SCBverse Report, haben ein tolles System erfunden oder was heißt erfunden? Naja, weiterentwickelt. Zumindest arbeiten sie mit dem System, mit diesem Baukastensystem und fertigen bestimmte Blaupausen an für bestimmte Designs, die sie dann einfach nur rüberlegen müssen, damit sie nicht alles ständig manuell aufbereiten müssen. So ein Blockout-System nennt sich das. Damit können sie dann nämlich wirklich schon mal sehr grob festlegen, wie es aussehen soll. Und das Witzige ist, dass sie dann mit dieser groben Blaupause dann wirklich nochmal zu den Designern hingehen und sagen, passt auf, so sieht der Planet in ungefähr aus. Jetzt entwickelt mal dafür die passenden Klamotten. Ja, oder die passenden Ausrüstungsteile. Genau, die müssen dann abgestimmt sein. Ja. Naja, wenn ich jetzt in Berlin, weiß ich nicht, nach... nichts gegen die Marzahner oder so, aber nach Marzahn, dann bin ich eher in Marzahn, als dass ich jetzt im Prenzlberg bin. Vor allem für die Klimazonen wird es natürlich wahnsinnig interessant, ne? Dass man also wirklich sagen kann, also das ist nicht nur der Style des Planeten, die Leute auf Terra werden sich völlig anders anziehen als die Leute auf Nyx. Das ist natürlich das eine, aber sie haben auch andere atmosphärische Bedingungen unter Umständen, unter denen sie da arbeiten. Das heißt, die Nomaden in der Wüste auf Leer tragen halt entsprechend diese Klamotten, wohingegen dann eben auf Terra dann wirklich eher die High Fashion zum Beispiel sein wird. Und das finde ich eigentlich total irre, dass es so wirklich miteinander korrespondiert. Das heißt, die Leute auch wirklich sagen, so soll es aussehen und jetzt macht die passenden Klamotten dazu. Ja. Fand ich ziemlich cool. Dann, was gab es noch Neues bei Design and Art? Sie haben gesagt, dass sie halt 5 einzigartige Ökosysteme jetzt fertiggestellt haben. Wie gesagt, da können wir uns drauf freuen. Haben wir ja auch schon immer so ein bisschen was gesehen, ne? Auch auf der Sitcon zum Beispiel. Und, die geheime Mission. Genau. Was ist da los für Crusader? Also es gibt neue Missionsinhalte, aber geheim Ausrufezeichen stand dahinter. Mhm. Wir wissen nicht, was es sein wird. Wir dürfen gespannt sein. Vielleicht zeigen sie ja sogar schon bald was. Mal sehen. Gucken. Auf jeden Fall werden die wahrscheinlich dann in diesen Ökosystemen irgendwie mit den zusammenhängen. Also auf jeden Fall werden die Missionen, die es Crusader dann gibt, dann wirklich neu gemacht und erweitert. Und dann muss man sagen, sie arbeiten halt wirklich an diesen Planeten mit diesen 5 Ökosystemen. Das haben sie so ein bisschen verschleiert. Es ist aber danach bei Behavior in dem Update sehr deutlich zu sehen, dass sie natürlich von Crusader, von Microtech, von Arcorp, von Nyx und im Endeffekt dann von Stanton, also von, Hurston geredet haben. Nicht Stanton, ist ja alles. Das ganze System. Genau, darum. Und dann hast du schon die 5 eigentlich zusammen. Genau. Und da könnt ihr mal reingucken. Guckt auch wirklich in den SCB-Monatsreport, in die Übersetzung rein, denn da sind die Bilder dazu und die sind echt spannend. Also es sieht echt irre aus. Außerdem soll das Landesystem nochmal eine Überänderung erfahren. Das heißt, wir werden dann die Möglichkeit haben, wirklich sehr viel kontrollierter manuell zu landen, als es jetzt ist. Und zwar sowohl auf Plattformen als auch in Hangars drin. Außerdem gibt es dann eine Docking-Mechanik, an der jetzt gearbeitet wird, ganz intensiv, wo man dann schlecht. Anderen Schiffen andocken kann oder auch bei Stationen andocken kann. Gerade für größere Schiffe wird dies sehr, sehr nötig. Und sinnvoll sein. Ja, und dann werden sie sich eben wirklich angucken, wie das dann im Einzelnen aussieht im Spiel. Das heißt, die gesamte Startprozedur, die Landeprozedur und im Endeffekt auch Warteschleifen beim Landen ist natürlich die Sache, die bei großen Hubs und Flughäfen, Raumhäfen im Endeffekt dann auch geregelt werden müssen. Und da sind sie jetzt gerade im Design, wie das Ganze intern ablaufen soll und wie das dann ins Spiel eingebracht wird. Ja, und dann geht es weiter mit dem Handel. Ja, mit dem Handel. Da gab es ein Update, was den sogenannten Trade Slayer angeht. In Deutsch gesagt, im Prinzip geht es eigentlich um den Wirtschaftskreislauf. Ja. Wieder so ein Begriff. Ne? Also eigentlich auch um den ganzen gesamten Herstellungskreislauf. Also wo kommt das Produkt her? Keine Ahnung, Bergbau, wir haben Erze abgebaut und dann geht das Ganze weiter in seinen verschiedenen Wegen, von der Fabrik bis weiter, dann letztendlich bis es im Regal landet und was ist es dann wert? Und diese Verbindung, diese Kombination, daran haben sie gearbeitet und kommen da auch ganz gut voran. Ja, mir fällt übrigens gerade in diesem Moment wieder ein, wie man das, glaube ich, in der Wirtschaft wirklich nennt. Das ist der Wertschöpfungsprozess. Wertschöpfungskette. Weil, genau, das ist die Wertschöpfungskette. Und darum geht es eigentlich. Nämlich wirklich das Abbauen, Rohr abbauen, raffinieren in die Fabrik, daraus dann halt was Hübsches bauen und dann ins Regal stellen. Und das ist quasi der ganze Prozess, diese Wertschöpfungskette, die sie damit entwickeln. Und das dann wiederum wird kombiniert mit dem nächsten Begriff, den sie Price-Fixer nennen. Denn darum geht es dann wirklich die Preise auf der Wertschöpfungskette und dann entsprechend den Zusatzkosten, die da oben raufkommen, wie Logistik, Transport und selber Marge des Händlers, so zu entwickeln, dass im Laden dann der korrekte Preis ist. Und das Irre daran ist tatsächlich, dass quasi die NPCs, die das herstellen, oder die Spieler, wenn sie es später machen, wirklich damit auch Geld verdienen können. Das ist wirklich so gebaut, dass du direkt nachvollziehen kannst, was ist quasi für diese Blumenvase, wo, auf welchem Planeten wurde hier wird das Wirtschaftsgut abgebaut, damit es dann was
dahin rauskommt. Ja. Ist echt spannend. Also finde ich total cool, dass sie das gemacht haben. Und das Ganze kulminiert dann, glaube ich, im Design, im letzten Entwurf. Und zwar da, wo man einkaufen kann. Ja, ne? Da haben sie einen Shopping-Kiosk, ja, sozusagen den Entwurf oder den ersten Entwurf, die ersten Entwürfe vorangetrieben. Können wir auch gespannt sein, wann es dann soweit sein wird, ne? Wenn wir das Ganze dann sehen werden. Dann gab es noch was Neues, und zwar in puncto Qualitätssicherung, Vertical Slice, dass man dort vielleicht einen kleinen Ausschnitt, also ohne zu viel zu spoilern, von Squadron 42 sehen wird. Natürlich, sie schreiben im Monatsreport, dass natürlich auch an Squadron 42 sehr viel gearbeitet wird aktuell. Da sind wie immer die Updates relativ dünn gesät. Das Einzige, was sie sagen, was man sagen kann, ist, dass sie noch auch jetzt parallel wirklich daran arbeiten, diesen Vertical Slice fertig zu kriegen. Für alle als Übersetzung, Vertical Slice heißt nichts anderes als Querschnitt. Und das bedeutet, dass sie einfach viel zeigen von Squadron 42, was das Gameplay angeht, ohne viel von der Story zu spoilern. Ja, damit sind wir durch in dem Bereich, ne, und können weiter zu den Schiffen. Ja, da gab es tatsächlich eine ganze Menge. Ne? Ja. Also einmal wurde die Polaris in den Verkauf geschickt. Mhm. Die kam super an. Ja, die kam also hervorragend an. Also die wurde irgendwie massig verkauft. Ja. Dann, das Schiffsanimationsteam arbeitet weiter an den Animationen beim Ursa Rover, bei der Caterpillar und der, war das die Herald? Die Herald, ja. Die Herald, genau. An der Herald, da sind sie sowieso schon ziemlich weit. Genau. Die ist ja auch schon bald Flight Ready. Die ist nämlich bald Flight Ready. Parallel wird jetzt, wurde im Oktober an der Constellation Aquila noch gearbeitet und eben an der Drake Herald an sich. Denn bei der Aquila muss man dazu sagen, die soll ja für 3.0 dann Flight Ready werden. Darum wird diese Arbeit jetzt auch schon gemacht. Die Herald und die Vanguard Hoplite sollen aber mit 2.6 Flight Ready werden. Und da ist es schon im Testen, ne? Die sind de facto intern schon flugbereit. Das ist schon mal sehr gut. Mhm. Dann, die Großkampfschiffe. Die Idris, die Javelin, der Bengal Carrier, die sind auch in der finalen Phase. Mhm. Ne? Mhm. Also da geht es auf jeden Fall voran. Können wir uns auch drauf freuen. Müssen sie auch, wenn sie als Level für Squadron 42 funktionieren sollen. Ja, muss man mal dazu sagen. Also die Schiffe sind quasi fertiggestellt. Sie haben wirklich nur noch einzelne Passes dazu zu machen. Aber wir wissen alle, auch die Idris wird erst kommen, wenn Squadron 42 da ist. Vorher wird die nicht noch ins Spiel gebracht. Ne? Kennen wir schon. Aber und dann geht es noch zu den Gegnern. Genau, zu den Gegnern. Mhm. Haha, neue Vendul-Schiffe. Da sind sie fleißig dabei. Das erste hieß Hunter. Ja, genau. Ja. Vendul-Hunter. Und Vendul Driller, also ein Vendul Carrier, da sind sie dabei, das Ganze zu entwickeln. Das wird spannend auf jeden Fall. Und ein Misk-Schiff haben sie neues bekommen. Genau. Ein neues Misk-Schiff. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Vermutlich, wie man Misk so kennt, eher wirklich so im zivilen Bereich, Handel, Trading, sowas in der Art. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ansonsten zu den Vendul-Schiffen nur zu sagen, der Hunter ist, glaube ich, ein Zerstörer und wie du schon so gesagt hast, der Driller wird ein Carrier und die werden dann auch wirklich nochmal maßgeblich sein für die Weiterentwicklung von Großkampfschiffen im Vendul-Bereich. Also das ist nochmal wie so ein Prototyp Art, dann genau, Style-Sheet, wieder, ne? Genau. So, wenn man so will, wird daran mitentwickelt. Ne? Dann haben wir noch Interaction. Dann haben wir noch Interaction und da wollten wir von euch wissen, wir haben ja angefangen, auch auf euren Wunsch hin, die Hörbuchreihe zu machen von Orbital Supermax, haben uns daran versucht und haben auch viel Spaß dabei. Ja. Also wir haben ihn zumindest. Wir haben ihn auf jeden Fall, ja. Richtig. Nein, aber ihr habt fleißig abgestimmt und uns ein Feedback gegeben, was für uns ja total wichtig ist, ob wir sowas weitermachen sollen oder nicht oder wo man noch was ändern könnte. Und tatsächlich, ich bin ganz happy darüber, haben 74% gesagt, ja, finden wir cool. Mehr. Mehr ist eigentlich dann gar nicht so eine doofe Idee, weil wir haben nur noch 3 Folgen. Genau, so schauen wir. Wir gucken uns mal an, was es sonst noch so gibt. Ja. 22% haben übrigens gesagt, ja, ich bin kein Fan von Hörbüchern, aber ganz nett ist es geworden. Finden wir auch schon seit, vielen Dank. Und nur 4% haben dann im Endeffekt gesagt, nö, ist gar nicht mein Ding. Ja. Von daher, vielen Dank für alle, die zuhören. Wie gesagt, wir werden uns nochmal Konzepte überlegen, wie wir das in Zukunft machen, auch mit diesen Hörbüchern, wie wir das irgendwie einbauen können, damit es schön wird mit dem Channel. Und vielen Dank für eure Abstimmung, denn sowas hilft uns immer sehr, zu gucken, wie es denn ankommt. Auf jeden Fall. Ja, das war der Oktober. Ja. Doch eine Menge passiert und wir hoffen, dass wir euch im nächsten Monat wiedersehen und dass wir dann schon ein paar
neue News für euch haben. Ja, ja, ein paar Gameplay-News wären ganz toll von Sachen, die man jetzt testen und probieren kann. Aber normalerweise hat Cloud Imperium Games gegen Ende des Jahres nie enttäuscht. Da ist immer irgendwie was passiert, auch wenn es manchmal ein bisschen chaotisch lief. Aber es war auf jeden Fall immer irgendwie was los. Und darum hoffen wir auch, dass es so wird. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Channel, wenn ihr weiter up-to-date bleiben wollt zu Star Citizen. Liked oder disliked die Episode. Schreibt uns ein paar nette Kommentare. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann geht doch mal auf Patreon, auf unser Profil dort. Vielleicht findet ihr da was Nettes. Ansonsten würde ich sagen, Cecilia und Sawyer verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck! Und jetzt backen wir Lebkuchen oder so. Ja.